und war eben da beim Telefonat, da war ich wirklich gerade so weit, dass ich nicht mehr ein- oder aus wusste. Was ich wusste, ist, dass ich kein Cortison mehr nehmen möchte, aber wie der Weg eben weitergehen soll, das wusste ich zu dem Zeitpunkt wirklich nicht. Herzlich willkommen. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir und es freut mich total, dass sie ja ihre Erfahrungen mit uns teilt und ihre Geschichte, weil sie einen ganz ja super tollen Weg hinter sich hat schon und geht natürlich auch noch weiter. Und ja, sie hatte 20 Jahre Cortison genommen und eben Hautprobleme, Neurodermitis. Und ja, ich freue mich ganz besonders, Tina, dass du heute bei mir bist und ein bisschen deine Geschichte teilst. Ja, vielleicht magst du auch noch mal dich kurz vorstellen. Hallo Tobi, guten Abend. Freut mich auch, dass ich hier bin. Ich mache das, wie gesagt, zum ersten Mal und ja, ich bin jetzt einfach mal gespannt, was mich hier noch weiter erwartet. Ich bin die Tina, bin fast 55 Jahre alt inzwischen. Ja, komme aus dem Schwabenland, wie man so hören kann. Und ja, habe quasi in den letzten Jahren, so ab meinem 20. Lebensjahr, fast ja, immer wieder so punktuell zwar nur, aber trotzdem eben relativ konstant Cortisoncreme benutzt. Zwar nicht eingenommen, aber einfach auf die Haut geschmiert und hatte zwar immer mal wieder längere Pausen, sage ich mal, gerade in der Schwangerschaft. In meinen beiden da hab ich kein Cortison genommen, habe jetzt zwei große Söhne und da waren dann immer mal wieder so Pausen dazwischen ohne Cortison und ja, bin aber trotzdem immer wieder auf Cortison zurück, habe natürlich viel ausprobiert mit Ernährung und was weiß ich und Heilpraktiker und TCM, alles Mögliche durch die ganze Jahre, bis ich dann quasi vor einem Jahr dann über Arnold Ehret quasi von heute auf morgen Cortison weg habe und auch gleich eine ziemlich hohe Ernährung gestartet habe mit ziemlich viel Rohkost, was mich ziemlich schnell ja, aufs runtergeholt hat mit enormen Schüben. Also die Haut ist aufgebrochen mit eitrigen Stellen und Flüssigkeit und ja, Genau. hat man also komplett den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ja, ich habe dann irgendwann einfach, bin dann nur noch konfus worden, wusste nicht mehr, was ich machen soll. Und ja, hatte auch noch eben gerade in diesem Jahr noch Wohnungskündigung, Wohnungssuche. Und also da kam wirklich alles auf einmal zusammen und Ja. es war dann wohl einfach zu viel. Ja. Und habe mich dann eben nach Hilfe umgesehen und bin dann an Tobi gelandet. Ja. Der hat mich einfach angesprochen. Ja, genau. Erinnerst du dich noch an unser erstes Telefonat, was sich da schon getan hat und dann ja gelöst hat? Telefonat, ach je, ja gut. Also bei unserem ersten Telefonat, da war ich ja eigentlich am Ende mit meinen Nerven schon fast. Da war ja, da hatte ich auch wieder einen heftigen Schub. Wie gesagt, ich bin da schon fast ein halbes Jahr war das, soviel ich weiß, irgendwann, wo ich da auf dich zukam. Habe das Cortison dann abgesetzt gehabt und bin quasi reingestürzt fast in eine Rohkost oder mit Monokost und habe einfach auch nicht gewusst, was ich damit im Körper bewirke und war eben da beim Telefonat, da war ich wirklich gerade so weit, dass ich nicht mehr ein- oder aus wusste. Was ich wusste, ist, dass ich kein Cortison mehr nehmen möchte, aber wie der Weg eben weitergehen soll, das wusste ich zu dem Zeitpunkt wirklich nicht. Da habe ich einfach händeringend irgendwie ja, nach Unterstützung gesucht und
habe sie dann in dir gefunden, genau. Schön, ja. Super, genau. Und hat sich ja dann auch gut entwickelt, der Weg. Und ja, ein Jahr, also da kannst du wirklich voll stolz auf dich sein, voll, ja, total gut, was du da auch, wo du da durchgegangen bist, durch diese ganzen Ängste, Zweifel und jetzt halt auch wirklich das Körpergefühl immer mehr da entwickelt hast und auch weißt, ja, wie du es handeln kannst. Ja, am Anfang dachte ich auch, ja, so Übungen, was sollen die denn schon bewirken, dass mir es besser geht? Ja, und wurde eines Besseren belehrt, dass das doch gerade genau das viel ausmacht. Ich habe da am Anfang, was betont er das denn immer so, diese Routinen, und das sind doch so Pille-Palle-Übungen, ja, die eigentlich nach kaum was aussehen. Da kommen wir ja nicht mal ins Schwitzen. Ja. Und trotzdem, genau die Übungen sind es halt auch, die das mit ausmachen. Und natürlich, klar, das ganze Wissen mit den Ernährungsstufen, mit den Reinigungen und eben auch diese Aussage von dir, dass man immer mehr ausleiten soll, wie man löst. Die Aussage fand ich auch sehr wichtig, weil ich habe im Prinzip ja eigentlich nur ausgeleitet. Ja. Gelöst, genau. Entschuldigung. Ja. Genau, ich habe gelöst wie sonst noch was, und diese Ausleitung hat einfach gefehlt. Und ja, ich habe ja da auch mal eine recht lange Serie mit Einläufen gemacht. Auch, das hat bestimmt auch noch dazu beigetragen, und dann eben diese Basenbäder. Das war das, was mir am meisten geholfen hat, weil Sauna war fast nicht möglich mit dieser entzündeten Haut. Und Trockenbürsten natürlich auch nicht, das wäre unmöglich gewesen, aber dieses Basenbaden, das war eine sehr angenehme Möglichkeit, eben da die Säuren über die Haut auszuleiten, und auch sehr entspannend, muss ich sagen. Ich bin jeden Tag wirklich, diese täglichen Bäder, die ich gemacht habe, da bin ich eingeschlafen. Ich habe da einfach Entspannungsmusik im Hintergrund laufen lassen, Vögel zwitschern, und ich war immer weg. Ja, cool. Super, ja, schön. Da habe ich es dann gemerkt, da hat sich die Anspannung dann auch schon durchs Baden schon mitgelöst. Also das war auch wichtig. Und es war dann einfach so ein Prozess, so mit der Zeit. Ja. Ja. Ja, schön. Ja, so. Und ich habe keine Schwimmhäute gebildet. Du hast keine was? Keine Schwimmhäute gebildet, trotzdem viel Baden. Ja. Sehr schön. Ja, cool. Ja, und dann hatten wir ja telefoniert, ne? Ja. Das ist richtig, das war genau. Im August, September, oder? Ich habe das gar nicht mehr so ganz. Ja, so August rum müsste das gewesen sein, genau. Und da hat sich ja dann auch schon einiges bei dir getan. Da warst du, glaube ich, wirklich dann an dem Punkt und ja, wusstest dann nicht mehr ganz so weiter. Und wolltest ja was ändern komplett, und ja, erinnerst du dich noch ja ans Gespräch, wie sich da schon ja so viel auch vom Emotionalen dann getan hat, ne? Ja, das war, also da war die Panik, also wie gesagt, dieses bodenlose Gefühl, so der freie Fall, sage ich jetzt mal, so war da eben. Ich dachte eigentlich schon, so im April hatte ich mal den ersten großen Schub und habe mir dann echt eingebildet, dass ich da jetzt durch bin. Und dann kam wirklich nochmal einen riesigen Schub, wo mich dann das Ganze auch im Gesicht und eben an fast allen sichtbaren Stellen getroffen hat. Und ich dann auch 6 Wochen krankgeschrieben war. Und das war also wirklich... Da hat sich dann auch alles zugespitzt und ich wusste irgendwie nicht mehr ein, nicht mehr aus. Und ja. Da war ich dann einfach froh, dass ich da Hilfe habe, weil ich habe da immer zum Helfen zum Wusst. Ich wusste nicht mehr, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg, muss ich wieder eine andere Richtung einschlagen, und ja. Ja, so dieses ewige Hin und Her. Und da, ja, genau, da hast du mich dann abgeholt. Ja. Ja, ich glaube, das kennen wirklich viele, dieses zwischendrin, wenn die Selbstzweifel kommen und gerade wenn dann auch Ängste, Emotionen hochkommen, wenn das Umfeld dann einfach
nicht mitspielt, beziehungsweise man da auch nicht die Zeit und die Ruhe für sich hat, um was zu reflektieren. Und gerade in unserer Gesellschaft gehen ja die meisten eher in eine andere Richtung, dass sie da noch nicht gemerkt haben, dass oft Schulmedizin in vielen Fällen einfach dann nicht hilft oder halt oft nur Symptome bekämpft eben. Und auf Dauer wird es ja dann doch nicht besser oder geht nicht komplett weg. Und ja, das hast du ja dann komplett wirklich in Angriff genommen und hattest dann Anfang letzten Jahres was, oder? Anfang 2019 dann komplett weggelassen, ne? Genau, ein Jahr. Genau, ja. Und wie hast du dich denn dann jetzt auf dem Weg gefühlt? Was ist da alles passiert? Während diesem Jahr jetzt, über ein Jahr oder genau ein Jahr, ne, hast du gemeint? Also das, genau, das, die Ernährungsumstellung habe ich so Ende Dezember 2018 gestartet und habe dann quasi Anfang Februar, wie gesagt, jetzt vor einem Jahr, habe ich dann das Cortison komplett weglassen. Ich habe dann auch gemerkt, dass ich das bisschen, was ich geschmiert hatte, das hat nicht mehr gewirkt. Ich hätte jetzt eine Keule schmieren müssen, dass das wieder weggegangen wäre. Und das wollte ich einfach nicht mehr. Ich habe jetzt dann wirklich, ich habe jetzt dann auch in der Zeit einfach realisiert, muss ich das auch vorstellen, das Cortison war eben vorher immer mal wieder so der Rettungsanker. Also wenn dann gar nichts mehr ging, wenn sich dann alles überschlagen hatte, konnte ich immer noch zurückgreifen und sagen, okay, du hast da wie so eine Art Sicherung. Und die ist jetzt natürlich auch weggefallen, weil ich gesagt habe, nee, das ist jetzt Ausschluss. Ich habe dann auch einfach verstanden, dass das seine Zeit braucht, um auch allein von diesem Cortison schon zu heilen. Also, und dass das eben nicht steil bergauf geht, sondern dass das ein Zickzackweg ist, die Heilung, dass es dann immer mal wieder, dass es auch ein Plateau geben kann und auch viele Rückschritte, die habe ich wirklich auch zuhauf erlebt. Und das muss ich schon sagen, das war am Anfang sehr frustrierend. Also da, mit denen gehe ich jetzt dann auch weitaus ruhiger um und habe dann auch so das Gefühl, das reißt mich dann auch gar nicht mehr so weit runter. Ich mache dann einfach, wie gesagt, mit diesen Routinen, die bleiben. Ja, wenn ich dann mal einen Ja. Tag eben keine mache, ist es jetzt kein Weltuntergang. Die fehlt mir dann, dass ich sofort selber wieder auf die Routine zurückgreife. Die ist jetzt wirklich drin und ich merke es dann auch schon, wenn ich aus dem rauskomme. Also die darf nicht fehlen. Mal so ein Tag ist in Ordnung, aber länger, da merke ich schon, das macht was Konfuses mit mir. So morgens, da fehlt mir dann so ja, dieses Fundament. Ja, genau. Es muss einfach da sein. Ja, Und dann also hast du jetzt sagt man das Körper, ja? einfach an sich, ja. Genau, also hast du jetzt im Grunde genau die Körperübung, wo wir ja dann zusammen ja, in die Morgenroutine integriert haben. Also es sind ganz simple Übungen, wenn du jetzt zuschaust, das vielleicht nicht kennst. Ganz simple, einfache Körperübungen, Yoga-Übungen auch mit und einfach mal jedes Gelenk bewegen, aber das halt wirklich täglich und da, ja, das wirklich integrieren, genau. Und was denkst du, was denkst du, hat dir dann. Was ich noch sagen wollte, ist, dass ich gar nicht dachte, dass so relativ einfache, simple Übungen doch so viel ausmachen können. Ich meine, ich habe, wie gesagt, auch diese Sonnengrüße vom Yoga, die mache ich sehr gern. Und jetzt verstehe ich das auch rückblickend, weil ich habe die immer mal wieder gemacht, aber eben nicht so dieses Konstante, dieses Dranbleiben. Ich habe damals einfach nicht gemerkt, was das mit mir macht und dass das wichtig gewesen wäre, wenn ich das auch weitergemacht habe. Ja. Und gerade auch diese Nackenübungen, ich meine durch diese Sitzerei oder ich freue mich da morgens einfach, das durchzubewegen, ja. Ich vergesse es zwar abends, da wird es bestimmt auch gut tun, Ja. bevor man ins Bett geht, dass man die dann nochmal macht. Das ist so eine Lockerung, das ist wie ein Schluck Wasser getrunken. Also, Ja. kann das auch beschreiben. Cool, Das ist schön. so eine simple kleine Übung, die so viel bewirken können. Ja. Also da, ja.
Doch, das ist ganz gut beschrieben mit dem Schluck Wasser. Ich merke es genauso bei mir, wenn das fehlt einfach was und man verzichtet dann in dem Moment halt wirklich auf so ein gutes Körpergefühl, dass alles so ja frei beweglich ist. Ja, ach schön. Und was denkst du, waren so jetzt oder was waren für dich jetzt wirklich dann auch so die größten Herausforderungen dann noch jetzt auch in der Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben, waren es für dich dann auch die Ängste, die zwischendrin hochgekommen sind oder Zweifel? Oder was hat dir auch am meisten weitergeholfen? Dann auch der Anschluss zur Gruppe oder der Austausch auch mit mir dann? Ja, ich würde so sagen, das ist so eine Gesamtkomponente. Natürlich als erstes, wenn die Ängste hochkommen, dann war es mir besonders wichtig, dass ich dich als Ansprechpartner hatte und dass ich da immer eine Antwort bekomme oder bekommen habe und dass ich mir da wirklich komplett ausschütten konnte. Also das Gefühl, dann einfach von dir aufgefangen zu werden. Das war für mich jetzt wichtig. Die Gruppe natürlich auch, dann ab dem Zeitpunkt, wo wir uns dann alle kennengelernt haben. Da ist dann, ja, so ein, das persönliche Kennenlernen war einfach wichtig, weil nur mit Namen und so mit diesen Q&As, da hat man die, da fällt das Persönliche irgendwo dahinter. Also für mich zählt so dieser persönliche Kontakt einfach das macht doch mal was mit einem. Ja. Und dann das Gefühl zu haben, auch da nicht allein zu sein, obwohl ich jetzt in der Gruppe speziell jetzt niemand habe, der dieselben Probleme hat wie ich. Aber es ist ja auch egal. Ich meine, es ist egal, wie sich die Probleme äußern. Der eine hat eben die Haut, der andere hat ja, Diabetes oder was weiß ich. Das ist so egal. Und also das, ja, dieser Zusammenhalt einfach, diese Gruppe und nicht allein zu sein, das vergisst man dann oftmals dann Ja. auf dem Weg. Eben, wenn es dann so schlecht geht, dann meint man immer nur, ja, ich bin da allein auf der Welt und das mit meinem ganzen Elend und das ist einfach nicht so, Ja, ja. genau. Genau. Wie denkst du, hättest du dich da gefühlt, wenn du in solchen Situationen allein gewesen wärst, da keinen Anhaltspunkt hast und dann auch vielleicht verunsichert bist wieder von der Ernährung, ob es dann doch so richtig ist und wie man, ja, was dann welche Symptome bedeuten? Denkst du, du hättest da dann ja so konsequent auch das durchgezogen oder wärst dann wieder ja wahrscheinlich in eine andere Richtung gegangen? Eine gute Frage, das kann ich dir im Moment relativ schlecht beantworten, weil ich hatte ja die Option mit dir, Gott sei Dank. Also wenn man eben so völlig psychisch, sage ich jetzt auch mal, so instabil ist und man zieht ja dann auch genau dann in dem Augenblick das ganze Umfeld noch mit dieser Negativität an. Das ist wie so ein Magnet. Da habe ich dann ja so quasi fast schon Anschuldigungen gekriegt, warum ich nicht jetzt einfach mal Cortison nehme Ja. und so 6 Wochen und dann geht es wieder besser. Und also ich wüsste nicht, was ich gemacht hätte, weil, wie gesagt, es wurde dann tatsächlich, wo ich dachte, es könnte jetzt eigentlich besser werden, und dann nochmal einen extremen Schub gekriegt habe, das war dann einfach keine Option mehr. Einfach zu sagen, okay, ich bleibe da jetzt dabei, und es wird besser. Aber dieser Vergleich einfach, ich weiß nicht, wo ich jetzt stehe. Es könnte sein, ich gehe einen Schritt oder ich fange jetzt wieder an mit Cortison und wäre vielleicht jetzt noch 4 Wochen von dem ersten Erfolg entfernt gewesen. Das hat mich dann einfach auch abgehalten davon und einfach auch im Hintergrund zu wissen, da ist jemand, der fängt dich auf. Das ist für mich eigentlich irgendwie so das Wichtigste gewesen. Einfach, genau, so ein Netz unterm Boden zu Ja, haben, das einen genau. vom freien Fall abfängt. Also genau, und einfach, wie es mir geht, runterschreiben und
und wie es mir geht, einfach und dafür einfach so angenommen zu werden, genau. Ja. Und dann die Tipps dafür zu kriegen. Schön. Ja. Und ja, von den Emotionen hast du ja auch gerade schon angesprochen und von der Stabilität. Und das war bei mir zum Beispiel auch ein Riesenthema, als ich zum Beispiel am Anfang Ernährung umgestellt hatte, damals auch in die Rohkost reingesprungen bin. Und da kam so viel hoch emotional und ich war total mitgenommen davon. Ich war nicht wie in so einer Vogelperspektive, was mittlerweile so ist, dass ich da einfach eine komplette Stabilität habe, auch merke, wenn da was kommt, immer mehr. Und wie ging es denn dir da auf dem Weg? Am Anfang kam ja auch ganz viel Emotion hoch. Wie fühlst du dich mittlerweile, auch wenn Emotionen hochkommen und auch die Stabilität, der Umgang mit dem Umfeld und im Alltag? Ja. Gut, was für mich natürlich am Anfang jetzt ein harter Tobak war, aber sehr logisch, eben diese Stufen der Ernährung, die ich ja völlig übersprungen habe. Ja, also ich bin ja quasi von null auf beinahe auf 100, sage ich jetzt mal. Durch das, dass ich im Sommer dann auch noch Monokost hatte. Ich hatte mal sogar Banana Island gemacht, eine Woche lang. Also und dann, wo es so heiß war, wirklich mit sehr viel Melone. Da habe ich ja einfach... Das Verständnis dafür hat mir einfach gefehlt, was ich da damit bewirkt habe im Körper. Und dass das eben zu meiner derzeitigen Situation überhaupt nicht passt. Ja, weil ich war weder im Urlaub, ich habe mir weder Auszeit nehmen können, wann ich wollte, sondern ja, ich musste eben jetzt Kartons packen und ich musste dastehen und dass mir das dass mir da quasi das ganze Fundament gefehlt hat und ich da irgendwo rumgeeiert bin, das ist mir da einfach nicht bewusst worden. Und eben erst durch deinen Hinweis und diese ganzen Ernährungsstufen war für mich dann am Anfang, weil ich einfach dachte, ja, jetzt will ich gesund werden und möglichst schnell und geradewegs in die Rohkost rein, jetzt gesund und gar nichts mehr. Und ich wollte davon auch am Anfang gar nicht so recht abrücken, muss ich sagen. Und mir geht es jetzt einfach durch das, dass ich die Schritte wieder zurück bin, viel besser. Ja. Besser. Es kommt manchmal noch hoch, wo ich denke, ah, komm, das einfach das Ganze dann mit Versagen gleichzusetzen. Und das habe ich jetzt auch gelernt, dass das eben nicht der Fall ist, dass es trotzdem noch gut ist mit vegan und alles selber zubereitet. Ja. Bin ich noch meilenweit von der üblichen Kost entfernt. Genau. Und ich kann ja jetzt wieder, wenn ich jetzt hier die Ruhe habe und das Wetter wird wärmer und... Ich kenne das Gefühl, wenn ich merke, ich mag jetzt wieder fasten oder ich mag weniger essen. Das kommt wie von automatisch. Und dann mache ich das so. Einfach so auch das Gefühl, mehr auf den Körper zu hören. Ja, ich wär unmöglich jetzt in meinem jetzigen Zustand mit Rohkost über den Winter gekommen. Ja. Also das ist so mein Gefühl, das wäre einfach auch... Genau. Ich wüsste nicht, wie es mir dann gegangen wäre, genau. Ja. Und das war dann einfach auch so ein wichtiger Schritt, das Zurücknehmen, dass das eben... Ja, und es ist ja gar kein, das vergessen nämlich dann viele, es ist ja auch gar kein Rückschritt. Man muss sich wirklich überlegen, wo man vorher war. Und man ist halt so weit gesprungen, aber es braucht halt seine Zeit, bis der Körper sich dann auch auf das Level reinigt. Und im Grunde war man erst hier von der Reinigung her, bis das nachgezogen ist. Und jetzt ist man immer noch auf dem Level eben, wo der Körper stark entgiftet. Und auch bei dir, es hat sich ja noch so viel an der Haut getan. Kannst du auch gerne nochmal erzählen, wie es sich jetzt vom Anfang an und mit den Schüben das Hautbild verändert hat, vom Jucken her, von den Symptomen, wie es jetzt dann aktuell ist im Vergleich zu, ja, vor einem Jahr, wo auch dann die krassen Schübe kamen und auch mit Cortison dann.
Ja, also diese krassen Schübe, also ich vermute das einfach auch mal bei mir, dass ich jetzt eher darauf höre. Jetzt, ich spüre natürlich ganz stark, wenn ich was esse, was da meiner Haut eben gerade nicht gut tut. Und das war auch so ein Status am Anfang. Ja, das war gesund und das muss man essen, dann geht es einem gut. Egal wie die Haut reagiert. Und ich glaube, das ist auch ein Trugschluss, weil einfach mal darauf hören, was mag die Haut denn jetzt gerade? Wenn ihr die Banane eben jetzt nicht gut tut, dann gibt es eben jetzt keine Banane. Und das ist so ein Sprung, den ich dann nochmal nach Weihnachten gemacht habe. Und muss ich wirklich sagen, das hat mich dann auch noch vorkatapultiert. Ja? Also eben nicht, weil das einen Stempel hat, dass es gesund ist, muss es eben jetzt im Moment gerade für mich einfach, kann es sein, dass es noch nicht passt Ja. und dass ich mich einfach da mehr drauf einlasse. Also bei mir ist jetzt klar, das Gesicht ist jetzt fast vollständig abgeheilt. Die Haut, natürlich klar, die war jetzt fast ein halbes Jahr, war die Haut im Gesicht offen und auch die Ohren, das war ja alles rissig. Das erholt sich jetzt so langsam. Also ich habe da jede Woche, stelle ich da irgendwelche Besserungen fest. Ach, schön, Die ja. Hände, auch die, das nennt sich jetzt sowieso eine Elefantenhaut. Also das sieht heiß aus, das ist so eine ledrige Haut. Ja. Es ist jetzt auszuhalten. Ich muss keine Handschuhe mehr tragen. Ja, ich kann alle Arbeiten zu Hause machen. Ich habe dann zwar immer noch offene Stellen, so kleinere Stellen, aber das ist kein Vergleich mehr zu vorher. Ja, und Also, das ohne Kortison noch und mal ohne ja, ja, Medikamente. Kortison. Ja. Also, das ist was, wo ich dann so sage: Mann, da kommt so ein inneres Jubeln auf, sag Ja. ich. Für jemand anders sieht es vielleicht immer noch schlimm aus, aber ich habe auch innen an der Handfläche ist nichts mehr. Und Ellbeuge. innen drin, das war ja auch total auf und dieser Juckreiz lässt sich kaum beschreiben. Also ich sage immer, der geht bis auf die Knochen. Ich habe mich da mal im Spiegel angeschaut. Also das ist wie wenn man einen Irren ins Gesicht reinguckt, wenn ich da so einen Juckreiz packt. Ja. Jetzt juckt es mich vielleicht noch einmal am Tag. Ah ja, und die Nächte, das ist ja auch was, da kann man wieder besser schlafen. Und jetzt ist dann halt auch so ein Stadium, da stehe ich morgens auf. Ja, so die typische Routine, erstmal was trinken, ja, Zunge reinigen, Mund und dann ab in mein stilles Kämmerlein. Atemübungen, Meditation und im Anschluss dann eben gleich meine Körperübungen. Und das war vorher so aufstehen, erstmal Haut gucken, rumkratzen und da war so Ja. viel Aufmerksamkeit einfach auf der Haut Ja. gelegt. Das ist jetzt weg. Ach, schön, Also ey. das ist einfach, ich stehe jetzt auf und hänge nimmer als erstes an meiner Haut. Ach, Und cool. der Fokus einfach auf was anderes. Das Ja. ist auch was, wo das ist dann wie weg. Das, ja, das geht ganz schwer jetzt so. Das ist so ein völlig neues, anderes Lebensgefühl. Ja. Und einfach das Ganze auch wirklich ohne Kortison erreicht zu haben. Und jetzt auch das Wissen, dass wenn jetzt wieder ein Schub kommt, dass man einfach dranbleibt und nimmer zurückrutscht und irgendwie mal in Versuchung kommt, da ein Kortisönchen irgendwo drauf zu schmieren. Ja, also, Ja. ja, Und genau. Also das, Basen? was mir vorher Angst gemacht hat, dass das Kortison jetzt für immer weg ist jetzt so. Ja, eine Herausforderung. Das heißt, wenn jetzt wieder irgendein Schub kommt, weiß ich, den packe ich auch. Ach, schön, ja, genau. Und du hattest ja auch noch ganz viel Basenbäder gemacht, ne? Denkst du, das war auch noch so Ja. ein großer Punkt, ja? Also, ja, ich kann die gar nicht mehr zählen. Wie Ja. gesagt, ich habe die, glaube ich, gefühlt seit September täglich gemacht.
täglichen Basenbad. Am Anfang konnte ich es kaum erwarten, bis ich in so einem Bad drin bin, weil es mir die Spannung und den ganzen Juckreiz von der Haut genommen hat und dann auch tatsächlich entspannte Nächte bereitet hat. Wie gesagt, ich habe so 1 bis 1,5 Stunden gebadet. Durch das, dass ich das jeden Tag gemacht habe, habe ich noch keine so ein Basenbad-Marathon hingelegt. Das möchte ich mal noch machen. Ja. Ah, das hat Zeit. Jetzt. Also ich mache es immer noch, aber nicht mehr jeden Tag. Wenn ich merke, da ich habe wieder so ein es wird wieder ein bisschen, zieht wieder ein bisschen an, ich kratze wieder mehr. Mhm. Dann kann es sein, ich mache mal 3 Tage hintereinander wieder ein Bad. Ja, aber auch da liegt nimmer so, boah, ich muss jetzt in meine Badewanne. Schön, ja. Dann über die Nacht und auch das ist jetzt weg. Also wie gesagt, das ist einfach ruhiger und mega entspannter worden, ja. Schön. Und auch vom Emotionalen hast du ja schon drauf angesprochen, die Körperübungen und die Kontinuität da drin auch wirklich hat dir ja voll geholfen. Wie fühlst du dich jetzt, wenn mal Situationen im Äußeren kommen, weiß ich nicht, sei es mit Partner, Mann, mit Freunden, Familie, wie stabil fühlst du dich da jetzt? Ja, das ist auch lustig, da bin ich eigentlich teilweise, wie hätte ich das früher genannt, so ein bisschen abgerührt, dass ich sage, ja, also gut, dann ist das jetzt halt so, ja, also das bringt mich eigentlich gerade noch kaum aus der Fassung, also im Moment ist jetzt nichts, dass ich sagen könnte, dass mich jetzt komplett aus der Bahn geworfen hätte. Dann kommt eben was und dann denke ich, ja gut, dann ist es jetzt halt so. Und das war vorher, aber da war ja sofort in Panik. Ja. In Panik, der Kopf hat ja nur dann in dieses Problem gekreist. Das war schon irre. Also wenn ich das jetzt so direkt vergleiche, das ist wie so ein, ja, da war die von 0 auf Panik hoch 10. Ja. Sofort, wenn da irgendwas war, hat mich sofort aus der Ruhe gebracht. Ich weiß gar nicht mehr, so im Rückblick, hatte ich da überhaupt irgendwo Ruhe? Das war so gefühlt, war ich dann, glaube ich, eine Panikattacke. Tag ein, Tag aus. Ja. Und jetzt also, ja. Genau, die Stabilität einfach wirklich so da auch, dass du da zu dir stehen kannst und innerlich einfach ausgeglichen bist, die innere Ruhe hast und nicht so mitgenommen bist dann von den Sachen eben, ja. Genau. Ja, also was dann auch erstaunlich war, obwohl dann ganz zum Schluss, also so vor Weihnachten, so kurz vor dem Umzug, da sind wirklich die Wellen hoch übereinander nochmal geschlagen. Und wo ich dann immer wusste, hält die Ehe jetzt noch, muss ich mich da auch trennen, ziehe ich überhaupt noch mit um, da muss ich sagen, da bin ich relativ trotzdem gelassen geblieben. Ja? Also das war erstaunlich, obwohl ich dachte, naja gut, eben dann ziehe ich eben nicht mit um, konnte das dann auch relativ klar kommunizieren. Da war dann ich diejenige, die das auch angesprochen hat, die Probleme, die wir haben. Ja, und das da frage ich mich dann auch so, woher kam denn das jetzt auf einmal? So da die Ruhe zu sagen, du komm, wir setzen uns hin, willst du überhaupt, dass ich mit dir umziehe? Und da Klarheit zu schaffen, das hätte ich mir vorher gar nicht getraut. Ja. Ja, voll gut, voll schön. Und das gehört ja auch immer dazu. Das vergessen ja viele. Das ist ja wirklich so, dass es ein ganzheitlicher Prozess ist. Man ist nicht nur irgendwie eine Krankheit oder ein schlechtes Hautbild, sondern es gehören ja Emotionen, Psyche dazu. Und es geht ja immer mit der Stimmung einher. Ja. Ja, diese ganzen Zusammenhänge, die waren dann auch immer klarer. Also ich würde schon sagen, es war ein sehr, sehr intensives Jahr. Ja.
viel hoch und runter und ja, man wächst da rein, man wächst da wirklich mit diesem Ganzen, genau. Und da wird das Innere erstmal nach außen gekehrt. Ja, genau. Ja, schön. Ja, das war wirklich heftig, ja. Ja. Ja, super schön. Und was wird. Ja, ich habe dir jetzt auch geschrieben, gell? Dass ja. ich jetzt nicht mehr weiß, wo Gott hält es jetzt noch und genau. Ja. Das weiß ich auch noch, ja. Und was würdest du denn jetzt jemandem empfehlen, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist wie du damals? Ja, von der Vorgehensweise, was würdest du dem raten oder was willst du dem vielleicht mit ans Herz legen? Also, was ich nie gedacht hätte, so, ich zähle zu denen, die eben von 0 auf 100 irgendwie in eine Sache reinspringen. Und ich habe mir dann auch immer eingebildet, ja, ich weiß doch alles vom Lesen und was weiß ich. Ich finde, einfach einen Coach an der Hand, der weiß, durch was man da alles durchgeht, kann einem bestimmt viel ersparen, ja. Ja. Oder einfach diese zu wissen, da ist eine Unterstützung da. Das hätte ich mal nicht gedacht, dass das so viel ausmacht. So einfach so blauäugig, gerade eben, wenn man solche chronische Geschichten hat, finde ich es doch besser auf jeden Fall, wenn man da jemand im Hintergrund weiß, der einen durch diesen Prozess auch durchleiten kann und sagen, du, okay, was man machen soll oder sollte, es war ja immer ein Angebot, dass du auch gesagt hast, geh Schritte zurück und am Anfang dachte ich auch, ach, was hat er denn? Ja, so, wieso, ich bin schon so weit, wieso soll ich zurück? Ja. Und jetzt stelle ich mir auch die Frage, wieso muss ein Heilungsprozess ja, so extrem verlaufen. Ja, das hätte vielleicht nicht sein müssen, aber egal, durch dieses heftige Erlebnis war der Lernfaktor natürlich auch, würde ich mal sagen, nachhaltig. Ach schön, ja. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja, Mann, ich habe nämlich auch immer gedacht, und ich glaube, da neigen echt viele zu, ich habe auch am Anfang alles für mich selber gemacht, habe es dann alleine gemacht. Und ich hatte echt Glück, dass ich da auch Unterstützung hatte von meiner Freundin, von Freunden, die mir da auch geholfen hatten. Und ich hatte halt wirklich komplett nur die Zeit, mich um meine Heilung zu kümmern, um meine Regeneration. Und ich sag mal, jemand anderen ist es ja gar nicht möglich, wenn man irgendwie, selbst wenn man nur einen Halbtagsjob hat, das sind ganz andere Voraussetzungen, da hat man gar nicht die Zeit, da hat man gar nicht die Erfahrung, um das dann wirklich sinnvoll auch umzusetzen und das dann auch in dem Umfeld noch, ja. Ja, eben, genau, das war ja dann auch mein Problem, klar, ich habe zwar nur eben da halbtags gearbeitet, aber trotzdem, ich meine, wenn dir dann jeder um dich rum sagt, boah, so schlimm habe ich dich ja noch gar nie in all den vielen Jahren erlebt. Und dann kommt man dann früher oder später dann doch mal ins Zweifeln und überlegt sich, bin ich wirklich noch auf der richtigen Spur? Bin ich zu weit gegangen? Oder ist das ein Heilungsprozess? Oder schade ich mir jetzt? Was passiert da genau in mir? Und wie gesagt, also bei mir war ja jeder um mich rum hat sich quasi die Frage gestellt, ja auch mein Ehemann, bin ich wirklich auf dem richtigen Weg? Oder ja, wenn dir dann solche Aussagen kommen, ah, du hättest jetzt das Cortison jetzt noch nicht absetzen dürfen, ja, wann ist richtig? Der Zeitpunkt, der kommt nicht. Ja. Und das sind dann solche Augenblicke, wenn dann die Wogen so hochschlagen, da ist es einfach gut, jemand an der Hand zu haben. Ja. Das, genau. Schön, ja.
Danke, Tina, dir fürs Teilen. Also ist super lieb und ich denke, das wird ja echt einigen helfen, denen es da ähnlich geht wie dir. Gerade mit der Haut, das sind ja so Geschichten, ja, wo unglaublich viele Menschen auch kennen und ja, dann eben standardmäßig irgendwas draufgeschmiert wird. Und am Ende, ja, kann der Körper sich dadurch aber halt wirklich nie reinigen und es wird halt nur unterdrückt. Und ja, Wien, genau. Ja, also. Der Prozess geht noch weiter, genau, vor allem eben die Hände. Die sind hauptsächlich bei mir die Hände und ja, aber jetzt bin ich da echt guter Dinge und ebenso wie es jetzt gerade ist, da kann ich locker mit umgehen. Ja. Das ist was, wo ich, ja, also diesen Status, wo ich jetzt habe, kenne ich fast dann nur mit Cortison, ja. Ja. Es war ja nicht so, dass mit Cortison immer alles weg war, sondern ich habe da trotzdem offene Hautstellen gehabt. Ja, und das jetzt ohne zu wissen, das ist wirklich cool. Und vor allem, ich habe einen Arbeitskollege, das glaubst du nicht, der hat schlimmere Hände als ich und der schmiert Cortison immer wieder. Ja. Das war dann auch nochmal so was, wo ich die Hände gesehen habe, sage ich, du siehst ja schlimmer aus wie ich. Ja. Und jetzt eben, ja. Doch, das freut mich natürlich. Und das sind so die Erfolge, die man braucht, einfach auch, um dran zu bleiben. Das heißt, ja, jetzt ist man gewappnet, weil, ich weiß es nicht, kommt wieder ein Schub, es ist gut möglich, fällt er weniger aus oder, also ich habe natürlich auch jetzt immer wieder Rückschritte, so leichte, aber die sind einfach, die fangen sich auch wieder viel, viel schneller. Ja. Ach, Und schön. das ist jetzt was, ja, wo unheimlich Auftrieb gibt, ja. Genau. Ja, und du weißt halt, was du dann auch machen kannst und genau und emotional dann auch stabiler, ne? Ja. Ja, Genau. dass ich wieder runterholen komme, du machst jetzt wieder deine Routinen, das kann schon mal ein Tag an, da macht es überhaupt keinen Spaß, aber im Prinzip, während ich es dann mache, geht es mir dann auch schon besser, ja, Ja. ist dann keine Frage mehr. Das gehört einfach dazu, wie du immer so schön sagst, wie Zähne putzen, das macht man ja auch. Ja. Ach, schön. Ja, super. Ja, dann dir vielen Dank nochmal fürs Teilen. Wie gesagt, ich glaube, es hilft mega vielen Leuten weiter, die da in einer ähnlichen Situation sind. Und ja, magst du noch abschließende Worte sagen? Abschließende Worte, ja. Wenn ihr nicht mehr weiter wisst, gerade bei solchen chronischen Geschichten, die sich über viele Jahre erstrecken, sucht euch jemand, der euch persönlich liegt und anspricht und lasst euch durch den Prozess durchleiten. Ich würde sagen, man erspart sich damit auch viel Leid, weil dieses ganze Wissen auch, das der Tobi hier uns anbietet, mit diesem Verständnis geht man einfach auch ganz anders durch diesen Prozess durch. Genau. Und Gemeinschaft macht stark. Ja, auf jeden Fall. Gleichgesinnte helfen da immer weiter. Ja, Genau. vielen Dank und euch noch einen schönen Tag oder Abend. Macht's gut und bis dann. Ciao. Tschüss.